Und deshalb werden wir jetzt auch drei Herren erleben. Jetzt werden Sie sich fragen, wo ist der dritte? Der ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Zum einen sehen wir Marc Weider, den wir heute schon kennenlernen durften. Mit dabei ist sein Kollege Maximilian Fremery. Er ist von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und wenn alles gut läuft, sehen wir jetzt Patrick Wichern. Er ist Projektleiter bei der High Solutions im Bereich batterieelektrische Mobilität und Ladeinfrastruktur. Und ein Moin geht nach Hamburg. Hören Sie uns gut? Moin, moin, ich höre Sie sehr gut. Ja, dann mal ran an die Fische. Ran an den Speck. Okay, wir kommen zum Ende. Genau, vielen Dank, Frau von Lingen. Genau, um auch zu zeigen, dass es ein Gemeinschaftsprodukt ist, treten wir jetzt auch zu dritt auf, aber wir reden kürzer und dann. Ich stelle kurz sozusagen den Hintergrund, wie sind wir auf die Idee gekommen, dieses Leitfadens. Herr Wichern stellt sozusagen das Hauptkapitel vor, das sozusagen fünf Schritte beschreibt, Planung, Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur. Und mein Kollege von der Leitstelle, Maximilian Fremery, stellt sozusagen den Leitfaden dann in den Kontext weiterer Aktivitäten der Leitstelle. Dann würde ich mal die erste Folie zeigen, beziehungsweise, oder klicke ich einfach. Genau, da kommt sie schon. Genau, Hintergrund ist, dass wir im letzten Jahr eine Taskforce gemacht haben zum Depotladen. Taskforce ist ein Instrument aus dem Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge. Taskforces dienen dazu, Infrastrukturaufbau mal vorzudenken mit Experten, Expertinnen. Das haben wir im letzten Jahr zum Depotladen gemacht. Sie sehen hier, 60 Experten waren dabei. Wir haben Auftaktveranstaltungen gemacht, verschiedene Workshops zu Schwerpunktthemen und dann auch eine Abschlussveranstaltung, sind die verschiedenen Themen durchgegangen, die das Depotladen betreffen. Netzanschluss hatten wir schon. Solche Themen, Platz, Integration in die Logistikprozesse. Im letzten Jahr hatten wir noch einen anderen Stand. Wir hatten eigentlich gar keine Erfahrung mit schweren Nutzfahrzeugen, weil es die noch gar nicht gab. Wir haben dann auch Experten eingeladen aus Busdepot. Da ist man jetzt schon ein bisschen weiter. Und mit leichten Nutzfahrzeugen gab es natürlich schon Erfahrung. Das ist alles damit eingeflossen. Genau, und Ziel war dann, Umsetzungshemmnisse und Handlungsbedarfe zu identifizieren. Das Ganze ist auch, gibt es eine Kurzdokumentation auf der Webseite, die Sie heute auch schon häufiger gesehen haben. Genau, und eben mit der Feststellung in der Vorbereitung auch dieser Taskforce, dass es an Wissen fehlt, an Erfahrung, dachten wir, es ist eine gute Sache, wenn wir gleich diesen Prozess auch begleiten lassen. Dann haben wir eben dann High Solutions den Auftrag vergeben, die haben den Prozess begleitet. Beziehungsweise, das wird Herr Wichern dann auch gleich sagen, wo die Quellen sind, haben weitere Interviews geführt. Genau, das sozusagen als Hintergrund. Das ist eigentlich alles schon gesagt worden. Vielleicht auch noch, das ist jetzt, nehme ich mal schon vorweg, das ist dann auch in den Masterplan eingeflossen, sozusagen dieser Leitfaden. Und jetzt mit der Veröffentlichung ist diese Maßnahme dann auch erfüllt. Den Leitfaden können Sie mitnehmen. Der sieht so aus, der liegt da vorne auch am Empfang. Ist ein bisschen schwerer. Sie können das auch sozusagen digital runterladen an zwei Webseiten, auf der Seite der Nationalen Leitstelle und eben auch auf der Webseite klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de. Das vielleicht von mir und dann klicke ich noch einmal weiter und dann ist. Nee, machen Sie dann, Herr Wichern, übernehmen Sie. Sie stellen ich kann jetzt gleich mal den Praxistest machen mit dem digitalen Klicker, den ich hier habe. Von daher übernehme ich gerne. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Ja, vielen Dank, Herr Weider, für die Einleitung und die Möglichkeit, hier Sie mit auf eine kleine Reise zu nehmen, was wir im Zusammenhang mit der Erstellung des Leitfadens hier vorgenommen haben. Einen Augenblick mal, Herr Wichern, wir hören Sie jetzt nur hier vorne aus dem Mikro. Ich weiß nicht, ob die Technik... Okay. Ja, also gestern hat es noch funktioniert. Aber Sie hören mich schon, Herr Weider, richtig? Ich stehe vorne auf der Bühne und höre Sie über hier die Lautsprecher auf der Bühne. Okay.
Ja, ich kann jetzt noch mal ein paar akustische Signale geben für die Regie. Können Sie ein bisschen näher noch an Ihr Mikro rangehen? Aber ich kann das Mikro noch ein bisschen näher ranhalten, aber dann habe ich es gleich im Mund. Jetzt funktioniert es. Jetzt dürfen Sie. Ja? Wunderbar. Geht es jetzt auch? Gut, super. Ja, also dann wiederhole ich nochmal vielen Dank, Herr Heider, für die einleitenden Worte. Und ich würde Sie jetzt alle gerne noch kurz, bevor die Veranstaltung auch endet, auf eine kurze Reise mitnehmen, wie wir an den Leitfaden rangegangen sind, was die wesentlichen Inhalte sind. Und Herr Weider hat es ja schon gesagt, es ist ein sehr umfangreiches Dokument entstanden. Und ich habe versucht, das so kurz und knapp wie möglich zusammenzustellen, dass wir hier die wesentlichen Inhalte auch besprechen können. Zunächst einmal vielleicht methodisch und inhaltlich, was sind die Schwerpunkte? Wir haben uns konzentriert auf die Zielgruppe aller möglichen Betriebshofbetreiber, die entweder Vorerfahrung im Bereich Elektrifizierung haben oder eben auch nicht. Ganz wichtig war uns, dass wir hier ein grundsätzliches Dokument schaffen, also quasi eine Erstinformation, die tatsächlich keine vollumfassende Beratung ersetzen kann. Das muss man, glaube ich, vorab als Disclaimer reinstellen, aber natürlich die essentiellen Teile und Aspekte, die bei der Betriebshofelektrifizierung zu beachten sind, eben auch abdeckt. Also es dient als Orientierungshilfe und zur Methodik haben wir uns als Maxime gesetzt, das Ganze leserfreundlich zu gestalten. Das heißt, wir arbeiten Leitfaden sehr viel mit Checklisten, haben die Verständlichkeit auf ein Basisniveau heruntergeschraubt. Es ist jetzt also keine High-End akademische Abhandlung, sondern soll natürlich die Praxis adressieren. Das war sozusagen hier auch die Zielvorgabe und haben den Leitfaden daher auch sehr kurz in kleine, also in große Abschnitte, aber in drei wesentliche Abschnitte unterteilt. Das betrifft einmal das Basiswissen, also ein, sag mal, wir haben es mal in der Bearbeitungszeit das Wiki genannt, also die technischen Begriffe zu erklären, alle dort abzuholen, was die Grundlagen sind, was es eigentlich an Ladetechnologie jetzt gerade gibt, was ist ein Netzbetreiber, also auch sehr basic alles, wie der Name Basiswissen ja schon vermuten lässt. Das ist im ersten Kapitel, um dann im zweiten Kapitel, und da gehe ich gleich auch im Detail noch drauf weiter ein, einen Prozess abzubilden, die Planung und den Aufbau und den Betrieb der Ladeinfrastruktur dann auch anzugehen, also das Herzstück des Leitfadens. Und in einem dritten Aspekt schauen wir dann nochmal auf die Wirtschaftlichkeit, also durchaus auch auf Faktoren, die die erhöhten Investitionskosten ein bisschen abfedern können, aber eben auch, was Kostentreiber potenziell sein können, wenn man das ganze Thema angeht. Hinsichtlich der Quellen möchte ich nur kurz einmal darauf eingehen, was haben wir herangezogen, welche Datenbasis, also in erster Linie war es ganz wichtig, das mit der Praxis abzugleichen. Das Stichwort war auch immer Praxisleitfaden, das heißt, wir haben sehr viele Interviews mit Anwenderinnen und Anwendern geführt, also sprich Logistikerinnen und Logistikern, aber auch mit OEMs, sei es auf der Fahrzeugseite, aber auch auf der Ladeinfrastrukturseite, Netzbetreiber und so weiter. Also wir haben uns zu jedem Aspekt, den wir im Leitfaden betrachten, auch die entsprechende externe Expertise dazu eingeholt. Das resultierte einmal aus unserem Netzwerk einerseits, aber zum anderen natürlich auch aus der eben von Herrn Weider angesprochenen Taskforce Depotladen. Da haben wir eben entsprechende Tiefeninterviews geführt oder auch Praxis-Evaluationen vornehmen lassen, ob das, was im Leitfaden steht, dann auch so sachlich und inhaltlich richtig ist. Genau, und weiterhin, was auch Gegenstand unserer Tätigkeit war, natürlich eine klassische Recherche. Und da haben wir uns durchaus auch an internationalen Quellen orientiert. Da gibt es eben Initiativen, beispielsweise kann man da nennen die Niederlande, die da schon sehr weit fortgeschritten waren und die ähnliche Dokumente schon vorab erstellt haben. Das hat man dann also ein bisschen challengen können an dieser Quellenlage. Genau. Und ich sagte eben schon gerade im weiteren Verlauf meines kurzen Vortrags hier, möchte ich das Herzstück vorstellen, also die wesentlichen Prozessschritte, die wir jetzt hier definiert haben. Das ist ein beispielhafter Prozess, der ist nicht in Stein gemeißelt, aber im Rahmen unserer Überlegungen und Darstellung haben wir eben festgestellt, dass das durchaus auch mit der Praxis gespiegelt ein Vorgehen ist, was sinnvoll erscheint. Genau. Da würde ich jetzt im Einzelnen im Detail drauf eingehen. Wir beginnen im ersten Prozessschritt
mit dem Ladeleistungsbedarf, den wir ermitteln müssen, beziehungsweise ein Unternehmer natürlich ermitteln muss. Und da kam relativ schnell für uns raus, dass eine individuelle Ladeleistung ermittelt werden muss pro E-Fahrzeug, pro Anwendungsfall, dass es keine tatsächlich übergeordneten Annahmen gibt, die man über alle Unternehmenstypen hinwegbrechen kann. Das ist also immer eine sehr individuelle Betrachtung und haben daher beispielhafte Einsatzszenarien im Rahmen der Leitfadenentwicklung entwickelt. Und das habe ich jetzt hier einmal kurz in diesem Bild zusammengefasst. Wir gehen eben von 4 Szenarien aus, die abhängig von der Standzeit und dem Energiebedarf verschiedene Lademuster oder Ladeleistungsklassen erfordern. Das heißt, wenn ich viel Standzeit und wenig Energiebedarf habe, kann ich mit geringeren Ladeleistungsklassen arbeiten. Das haben wir jetzt hier in dieser Grafik als Normalladen tituliert. Wenn ich aber wirklich kurze Standzeiten nur habe und viele Umläufe am Tag, Mehrschichtbetrieb und hohe Energiemengen benötige, dann ist eben ein Einsatz von HPC-Ladeinfrastruktur beispielsweise erforderlich. Das haben wir natürlich alles sehr viel detailliert im Leitfaden dargestellt, dies aber hier nur an dieser Stelle in aller Kürze. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, die Netzanschlusskapazitäten zu betrachten. Und das, was uns natürlich auch da aus der Praxis gespiegelt wurde, ist, dass man relativ schnell als Unternehmen dort auch an seine Grenzen stößt, was den Netzanschluss betrifft, dass Netzbetreiber da durchaus auch Themen haben und die Unternehmen dadurch dann entsprechende Anpassungen ihrer Planung vornehmen müssen. Und da ist eben die wesentliche Erkenntnis oder der wesentliche Hinweis auch, das ganze Thema Netzanschlussplanung rechtzeitig anzugehen, also die Anschlusskapazitäten zu prüfen, aber auch auf den Netzbetreiber zuzugehen. Das heißt, frühzeitig Kontakt aufzunehmen, was sind die Potenziale, welche zeitlichen Vorläufe braucht es und wie kann ich vorausschauend planen? Und vorausschauend meint damit nicht unbedingt, ich nehme so viel ich kann und hab's dann, sondern weil das theoretisch ja auch zu Mehrkosten führen kann, wenn ich Leistungen vorhalte, die ich vielleicht gar nicht brauche in der Fülle, gleichzeitig aber auch ein Stück für Stück erweitern nicht sinnvoll ist, weil es sehr ineffizient ist und auch hohe Kosten verursachen kann, sagt der Netzbetreiber natürlich, komm mit uns ins Gespräch. Wir können natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht klassisch beraten, aber wir können die Perspektiven abstimmen und deswegen ist eine vorausschauende realitätsnahe Planung da an der Stelle auch ganz wichtig. Und da kann ein beispielhafter Prozess eben so aussehen, dass man von einem sehr formlosen Austausch mit dem Netzbetreiber über den Antrag und die entsprechende Angebotsübermittlung dann im Endeffekt hin zur Umsetzung kommen kann. Dabei ist auch immer wieder der Punkt aufgekommen, unser Netzbetreiber sagt, wir dürfen gar nicht oder wir können gar nicht. Also aus der Praxis wird uns gespiegelt, Netzanschlussbetreiber sind verpflichtet, die Netze auszubauen. Es ist dann eben nur eine Frage der Zeit und der entsprechenden Kosten, die damit verbunden sind. Aber das nochmal so, das haben wir auch im Leitfaden da nochmal explizit hervorgehoben. Wenn wir dann von der Netzanschlussplanung hin zur räumlichen Planung kommen. Dann geht es darum, wo kann ich eigentlich Ladeinfrastruktur aufbauen und wo macht es tatsächlich auch Sinn und wo ist es auch zulässig, dann muss man als Unternehmer sicherlich auch erstmal sich eine Planung verschaffen. Also wir haben es hier als Lage- und Leitungsplan benannt. Es gibt aber auch andere externe Faktoren, wie beispielsweise den Brandschutz und Lärmemissionen, die eine Rolle spielen können. Das muss man natürlich bei dieser Planung auch in Betracht ziehen. Und was auch herauskam, ist, dass beispielsweise nicht immer der organisatorisch beste Standort vielleicht auch der wirtschaftlich beste Standort ist und umgekehrt genau sich das auch im Wege stehen kann. Deswegen ist das Ergebnis unserer Beurteilung hier auch im Leitfaden, dass man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Betriebsorganisation finden muss im Zweifel, weil ich mache jetzt mal ein Beispiel, das Laden an der Rampe organisatorisch vielleicht das Sinnvollste wäre, aber aus einer Vielzahl von Gründen vielleicht nicht möglich ist, Platzbedarfe, vielleicht Brandschutz, versicherungstechnische Fragen und so weiter. Oder eben einem anderen Fall, man hat Freiflächen, auf die man Ladeinfrastruktur ohne weiteres bauen kann. Die Freiflächen sind aber so weit ab vom Schuss, dass man das in seine organisatorischen Abläufe einfach nicht mehr mit einbinden kann. Auch zusammengefasst, na, geht der Klicker? Ne, jetzt war ich zu weit, Entschuldigung. So. Die Faktoren, die hier eine Rolle spielen können, also es sind die räumlichen Gegebenheiten, die Kosten, die Standzeiten, Eigenschaften der Fahrzeuge auch durchaus, rechtliche, versicherungstechnische Fragestellungen und so weiter.
Der vorletzte Schritt im Prozess ist dann, wie wird das Ganze dann auch baulich organisiert? Und da geht es um Fragestellungen, wen kann ich vielleicht oder wen muss ich extern beauftragen? Welche Unternehmen muss ich einbinden? Aber wen muss ich auch intern hinzuziehen? Muss ich Taskforces bilden? Muss ich mein örtliches, ich nenne es mal Facility Management mit einbeziehen? Beziehungsweise das sollte ich natürlich. All das wird hier betrachtet und ein ganz wesentlicher Aspekt, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, ist, dass man Lieferzeiten, Verfügbarkeit von Fachbetrieben, aber auch Genehmigungsabläufe in Betracht ziehen muss, weil das durchaus den Prozess entsprechend in der Länge strecken kann. Hier ist jetzt mal beispielhaft ein idealtypisches Vorgehen, sehr vereinfacht natürlich dargestellt, dass man von der Genehmigung bis zur Inbetriebnahme verschiedene Schritte beachtet. Das ist dann natürlich ein Leitfaden, wesentlich ausführlicher dann auch aufgeschlüsselt. Genau, und dann sind wir auch schon, in Anführungszeichen, schon beim letzten Schritt der Sicherstellung des zuverlässigen Betriebes. Und da stellt sich die Frage, was muss getan werden, um das eben auch zuverlässig und auch rechtlich zuverlässig alles abbilden zu können. Gegebenenfalls ist es erforderlich, Prozesse neu zu definieren, interne Zuständigkeiten zu benennen, das heißt vielleicht Verantwortliche für bestimmte Schritte des Ladevorgangs anzulernen, einzubeziehen, also Ladekontrollen oder technische Wartung. All solche Dinge können da eine Rolle spielen. Dann ist auch sicherlich eine sinnvolle Überlegung, kann ich die Ladeinfrastruktur selber betreiben, also als in Anführungszeichen CPO, da muss ich mir einen externen Dienstleister hinzuziehen. Das hängt sicherlich auch vom Erfahrungsgrad des jeweiligen Unternehmens ab. Dann ist es erforderlich, Mitarbeiter entsprechend zu schulen und hinsichtlich Brandschutz oder anderer Sicherheitsvorgaben beispielsweise die Awareness zu schaffen. Und was wir als sehr wesentlichen Aspekt auch nochmal als Exkurs in diesem Kapitel abbilden, ist das Thema rechtliche Rahmenbedingungen, das durchaus dann eine Rolle spielen kann, wenn man eigenerzeugten Strom verkaufen will, beziehungsweise privilegierte Strommengen dann über die Ladeinfrastruktur an Dritte, also an Fremdunternehmen, die dann ihr Fahrzeug beispielsweise an der betriebseigenen Ladeinfrastruktur laden. Wenn man das dann eben so umsetzen will, muss man da ein paar rechtliche Dinge beachten. Und das ist hier nochmal auch ein wesentlicher Aspekt dieses Kapitels. Und damit endet die kurze und wahrscheinlich sehr informative, hoffentlich, Reise hier an dieser Stelle. Und ich übergebe dann wieder an Sie, Herr Weider. Dankeschön, Herr Wichern, für diese Kurzvorstellung des Hauptkapitels. Ich gehe mal eine Folie weiter, die jetzt nicht auf der da ist sie. Genau, das Erste habe ich eigentlich schon gesagt bei der Talkrunde. Sozusagen, wir stehen am Anfang der Entwicklung. Es fehlt an Wissen, an Erfahrung. Genau, der Leitfaden soll sozusagen den Einstieg ermöglichen. Das Lernen von der Erfahrung von anderen ist wichtig. Das Gespräch darüber. Genau, wir haben auch das vielleicht sozusagen jetzt ein Projekt initiiert, dann auch quasi parallel oder nach der Taskforce auch in Hamburg, das sich BEL nennt, als Akronym Betriebshof Elektrifizierung, Ladeinfrastruktur und Lastmanagement in der praktischen Erprobung, langer Name. Da sind Anwendungspartner die Hamburger Stadtreinigung, DAXA ist assoziierter Partner, verschiedene andere Partner, um die Fragen auch nochmal zu erproben, die Sie stellen bei der Betriebshof Elektrifizierung. Wir würden auch sozusagen von Ihren praktischen Erfahrungen profitieren wollen, mit Ihnen im Austausch sein, um, wenn wir den Leitfaden überarbeiten, dann noch konkreter zu werden, noch mehr Wissen vermitteln zu können. Genau, von da freuen wir uns auch so auf Ihre Rückmeldung zu dem Leitfaden. Und dann übergebe ich an meinen Kollegen. Danke, Marc. Ja, wir sehen, so ein Leitfaden ist sehr wichtig für Nutzerinnen und Nutzer, um ein gemeinsames Verständnis von der Nutzungsabfolge von E-LKW zu erhalten und um Handlungsbedarfe zu identifizieren. Der gerade vorgestellte Leitfaden Einfachladen am Depot, der reiht sich ein in zwei weitere Leitfäden, die ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Das ist zum einen der Leitfaden Einfach E-LKW laden, unten links, welcher die User Journey an öffentlichen Ladestationen beschreibt. Und diese beiden Leitfäden am Depot und öffentlich,
die ergänzen einander und sind in ihrer Bedeutung sicherlich abhängig von den Betriebsabläufen und von der Logistik in Ihrem Unternehmen. Also wenn Sie spezialisiert sind auf regionalen Verteilverkehr, dann spielt hier wahrscheinlich eher der Leitfaden im Depot eine Rolle. Aber wenn Sie auch im Fernverkehr operativ tätig sind und gedenken, Ihre Flotte zu elektrifizieren, dann kommt man um das Laden an öffentlichen Stationen nicht herum. Und dafür bietet der Leitfaden einfach E-Lkw-Laden eine gute Grundlage. Zum anderen gibt es oben rechts noch den Leitfaden einfach Laden an Rastanlagen, welcher die Auslegung des Netzanschlusses für Lkw-Ladehubs beschreibt. Ja, wir wissen es, der Netzanschluss und die Dauer und Komplexität des damit verbundenen Prozesses ist eine große Herausforderung und stellt einen wesentlichen Bottleneck dar, wenn wir über den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Lkw sprechen. Und aus diesem Grund haben wir diesem Thema auch einen eigenen Leitfaden gewidmet. Der richtet sich insbesondere an Netzbetreiber, auch an CPO, sowohl an Netzbetreiber als auch an CPO, also an Ladeinfrastrukturbetreiber. Und alle drei Leitfäden können Sie sich genau anschauen unter dem eingeblendeten QR-Code. So, hier können wir noch einmal ganz makroskopisch auf die Ladeszenarien für schwere Nutzfahrzeuge blicken und sehen das große Ganze und erhalten ein Verständnis davon, wo welche Bedarfe liegen und was beachtet und unterstützt werden muss. Links sehen wir die nicht öffentlich zugänglichen Ladevorgänge und rechts die öffentlich zugänglichen Ladevorgänge. Und kurz zur Einordnung, wir haben hier diese verschiedenen Nutzungsbeispiele. Die Nutzungsbeispiele 1 und 2, das sind die Ladevorgänge auf Betriebshöfen. Die werden durch den Leitfaden einfach Laden am Depot abgedeckt. Die Nutzungsbeispiele 6 und 7, das sind dann die Ladevorgänge an den Ladehubs, an den Achsen. Die werden durch den Leitfaden einfach E-Lkw-Laden genau beschrieben. Ja, für die Investitionen, die nötig sind, um Ladeinfrastruktur am Depot zu errichten, hat das BMDV eine Förderrichtlinie veröffentlicht, die ich Ihnen ebenfalls kurz präsentieren möchte. Es handelt sich dabei um die Förderung von Anschaffungs- und Installationskosten für nicht öffentlich zugängliche Schnellladepunkte ab 50 Kilowatt Ladeleistung. Das heißt, hier geht es ganz konkret um die schweren Nutzfahrzeuge. Die Förderung, die umfasst Ausgaben sowohl für den Ladepunkt, also die Hardware, für die Kosten für den Netzanschluss und für Batteriespeicher, Installationskosten inklusive Erdbauarbeiten und Tiefbauarbeiten und schließlich auch Kosten für ein Energie- bzw. Lademanagementsystem. Die Förderung hat ein Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro. Eine Antragstellung ist voraussichtlich noch bis Ende des Monats möglich, wobei diese Möglichkeit endet, sobald das Fördervolumen ausgeschöpft ist. Demnach gilt First Come, First Serve. Wir empfehlen eine zeitnahe Antragstellung. Noch ein paar wichtige Informationen zum Förderrahmen. Es werden maximal 5 Millionen Euro pro Antrag finanziert und maximal 30 Millionen Euro pro Unternehmensverbund. Das heißt, wenn Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verfügt und Sie an mehreren Standorten innerhalb Ihres Unternehmens Ladeinfrastruktur aufbauen, dann können Sie das pro Standort mit maximal 5 Millionen Euro Förderung. Insgesamt ist aber noch deutlich mehr drin. Die Förderung richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen. Hier können maximal 40% der förderfähigen Kosten erstattet werden. Bei großen Unternehmen sind es maximal 20%. Wichtig noch zu erwähnen, die Förderung fällt nicht unter die De Minimis-Grenze von 200.000 Euro. Und last but not least, die einzelnen Ladepunkte sind in Abhängigkeit ihrer Ladeleistung auf bestimmte Höchstförderbeträge gedeckelt. Details hierzu und alle weiteren Details können Sie unter dem eingeblendeten QR-Code nachlesen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder ab. Vielen Dank an Sie als Trio. Ja, mit der guten Nachricht gehen wir gerne raus. Also Sie haben es gehört, auf die Schnelligkeit kommt es in diesem Fall an, aber Sie haben ja schon den QR-Code entsprechend gescannt.